So, willkommen zurück. Wir stehen hier immer noch an der verschlossenen Tür, haben aber schon den Schlüssel gefunden im vorherigen Part. Also machen wir hier jetzt weiter. Schlüssel rein. Und da ist auch eine Dämonfratze. Ich kann ja mal dunkel machen, dann sieht das alles ein wenig unheimlicher aus. Wir bewegen uns mal drauf zu. Es scheint nichts zu passieren. Ich sehe hier auch keine Bodenplatten oder so. Da ist Licht und da ist Dunkelheit. Aber da geht's auch weiter. Was hat es denn hier mit dir auf sich, du Fratze? Heil meine Sicht, mein Augenlicht, meine Sehkraft wahrscheinlich. Das Ding kann ich hauen. Passiert aber sonst nichts. Und ja, die Tür geht wahrscheinlich auf, wenn wir hier die Sicht heilen. Naja gut, dann kann ich mich schon wieder nicht umdrehen. So. Die Fackel lassen wir mal hier drin, so als Zeichen. Hier müssen wir wieder hin. Und soll ich mich mal in die Dunkelheit begeben? Wir können hier in beide Richtungen. Ja, das machen wir mal. Gehen wir hier rein. Hallo? Ich habe da eine Tür gehört, glaube ich. Und Schatten gesehen. Was ist da? Hier ist ein Schalter übrigens. Eine Schnecke, eine Schnecke. Komm mal hierher. Ja, toll, jetzt ist eine links und eine rechts. Uah, uah, uah. Du verflixtes. Ah, vielleicht sollte ich hier mal. So, ich hätte die Schnecke auch runterschmeißen können, fällt mir gerade ein. Machen wir vielleicht mal mit der nächsten. So, nochmal was zu essen, sonst liegt hier nichts, ne? Oder? Nee. Ja, komm mal hierher, komm mal zu mir. Hey, jetzt komm mal hierher. Die haut ab. Die weiß, was los ist hier. Zack, zack, zack. Ja, komm mal her, komm mal her. Ja, super. So, zack. Und was jetzt witzig ist, ich springe einfach mal hinterher. Hoffentlich waren wir schnell genug. Ah, jawohl. Ganz Super Mario-like habe ich sie jetzt geplättet und werde hier direkt überrascht von der nächsten. Meine Güte. Ach, jetzt. Die haben aber ganz schön viel Energie hier. Es kann ja was werden auf hart. Zack, zack. Oh, das gibt's ja gar nicht. Jetzt ist sie tot. Dafür gibt es noch mehr Schneckenschleim. Nehmen wir mal alles mit. Kann mal die Stella schleppen. Die Frau im Grüppchen sozusagen. Da liegt noch ein Stein. Ich glaube, du hast Steine. Geben wir wieder dem Langster. Da liegt noch was. Ich sollte vielleicht mal Licht anmachen, sonst vergessen wir hier noch was. So. Ja, so eine Stoffkappe. Protection plus 1. Du hast 8 und 10, 4 und 11. Das ist was für den Tauren. Ah, der würde ja so witzig aussehen mit diesen Stoffklamotten. Ich würde das ja so gern sehen. Ein Schalter. Viele, viele Wurzeln an der Decke. Und das sind Kisten, Fässer, die da im Weg stehen. Vielleicht einen Schalter suchen. Ich würde da ja schon gern weiterkommen. Da ist ein Teleporter, der führt uns garantiert wieder zurück. Aber hier gibt es nichts, 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 nichts. Na gut. Dann sind wir jetzt wieder hier. Genau. Ich gucke noch mal schnell, nicht, dass hier doch noch irgendwie ein Schneckchen umherwandert. Und vielleicht finden wir ja auch noch einen Schalter. Nö. Da ist zu. Mit dem Schalter passiert auch nichts. Okay. Ich glaube, hier höre ich noch was. Ja. Hallo. Zack, zack. Zack. Oh, die ging schnell. Da haben wir jetzt gut Schaden gemacht, glaube ich. So, kriegt der Schurke nochmal Schneckenschleim. Als nächstes hier der Taure braucht noch was. Und dann haben alle schon zwei Stück. Sehr gut. Und du hast auch zwei Snacks sozusagen. So viel zwischendrin, wenn dich der Hunger packt.
Und da finden wir unsere erste Schriftrolle für einen Zauber. Feuermagie, Level 2. Habe ich jetzt leider nicht. Wir haben uns ja für Eis entschieden. Aber den Zauber habe ich noch gar nicht gezaubert. Ja, ich habe mir so gedacht, so arg spoilern im ersten Level, das wäre zu einfach. Darum machen wir das hier noch ohne Magie. Im nächsten Level zeige ich euch dann vielleicht mal meine magischen Frostfähigkeiten. Oder vielleicht auch Feuer. Mal gucken. Mal schauen, was wir mit dem Level ab so anstellen. Auf jeden Fall diesen Stein noch mitnehmen. Und hier liegen wieder Lumpen. Das ist, glaube ich, wieder so eine Attack-Power-Hose. Ich glaube, ich gebe jetzt dem Tauren nochmal hier plus Attack-Power. Ist er nämlich bei 17. Boah. Was ist das? So, dafür kriegst du einen Umhang. Ah, ausweichen wieder. Sehr schön. Ja, unser Taure entwickelt sich hier zur Schurkenkuh oder wie man das auch immer nennen kann. Ja, dann kriegt die Stella mal eine Hose, dann ist die auch nicht mehr so nackig. Hat sich bestimmt ganz unwohl gefühlt. Ja, oder auch nicht so an so einem kuscheligen Tauren. Naja, träumen wir mal nicht weiter. Ich mache mal die Fackel weg, wir haben ja Licht. Jetzt sieht das alles gleich wieder viel schicker aus. Und sehr wahrscheinlich geht die Tür auf. Jawohl. Backstab. Zack. Bam. So, ich gebe den Schurken die Steine, dann kann der nämlich wieder... Ach, was mache ich denn da? Ach du Scheiße. Habe ich ein wenig gefailt, haben wir direkt Hits kassiert. Aber unsere Kampfkuh hält alles auf. Hat noch genügend Power. Das, obwohl wir hier auf Hard spielen. Boah. So. So, jetzt können wir da rein. Das war klar. Aber die Tür ging ja auf, als wir diesen Schalter betreten haben. So. So, jetzt kommen wir da auch wieder raus. Aber eigentlich... ich gucke erstmal, was es hier gibt, sonst verhaspel ich mich hier gerade. Da finden wir einen blauen Gem. Jawohl, den nehmen wir mal mit. Der hat bestimmt was mit dieser Fratze zu tun. Können wir da in diese Augenhöhlen reinstecken. So geht es natürlich auch, aber das Tor schnappt naja wieder zu. Da machen wir das jetzt so. Zack, wir haben alles, oder? Haben wir alles? Ich gucke hier doch nochmal. Sorry, das Gatter nervt euch gerade bestimmt ein bisschen. Dieses Hoch- und Runtergeraschel. So. Und so und so, so und die Fackel nehmen wir auch noch mit. Und vielleicht mache ich auch Licht an. So. Ist bestimmt angenehmer für euch. So, ich glaube, wir haben jetzt alles. Wir waren da drin. Wir haben einen blauen Stein. Wir waren auch da unten. Dann gehen wir mal hier drüben weiter. Hier ist ein bisschen Licht. Hier stampft etwas. Ah, was ist das? Eine Wurzel, ein Baum, ein Pilz, ein Pilzbaumwurzel, ein Wurzelbaumpilz, ein... Ich gebe dir mal. Ah, jetzt habe ich den natürlich rausgelassen. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Ich hoffe, der andere folgt ihm nicht. Ich glaube nicht. Sieht gut aus. Ach, mein Magier kann ja gar nichts. Sollte ich vielleicht jetzt mal zaubern? Ah, eigentlich wollten wir es erst im nächsten Level machen. Und das hat ja ganz gut geklappt. Der Gang ist noch frei, der andere folgt nicht. Oh, da sind sogar noch zwei. Ja, aber das passt alles soweit. Bam, bam. Oh, shit. Ah, aber der folgt ihm jetzt bestimmt. Oder? Oder? Der ist... an der Tür vorbeigegangen. Jetzt sehen wir wieder nichts. Ich gebe mal der Stella hier eine Fackel in die Hand, dann kann die so ein bisschen mithauen. Bam, bam. Und kriegt direkt Schaden. Oh, und die hat gut Schaden abbekommen. Ja, wir tänzeln den hier jetzt so ein bisschen aus. Dann
klappt das schon. Oh, da kommt der andere. Jetzt müssen wir uns doch ein bisschen beeilen. Tot ist er. Ich sammle mal meine Steine ein. Werf das Messer und wir hauen zu. Und nochmal. Können wir mit so einem Messer wahrscheinlich gar nicht so viel ausrichten gegen Rinde. Oh, hör auf. So, können wir unser Zeug wieder einsammeln. Nimm noch mal den Wurfstern, der macht doch gut Damage. So. Ha. Und noch mehr. Oh, das ist mal was anderes hier. Das ist eine Herder Cap. Super, das können wir auch essen. Wir gucken erstmal, ob alle Gegner tot sind. Wenn alle Gegner tot sind, dann können wir hier mal eine Rast machen und alle können mal was essen. Ne? So machen wir das. So. So, ist hier noch jemand? Hallo? Noch ein seltsamer Pilz, gebe ich mal der Kampfkuh. Die hat aber schon 4 Sachen. Ist wohl eine Zutat für die feinsten Suppen im Reich. Das Ding wächst nur in tiefen Höhlen und Dungeons, glaube ich, irgendwie so. Und ja, hier noch so ein Baum, um den kümmern wir uns jetzt auch noch. Zack, zack. Zack. Oh. Die Stella trifft nicht. Ich glaube, der Stella müssen wir hier mal ein bisschen Kämpfen beibringen. So, der Längster macht das gut. Die Kampfkuh ist wieder zu blöd. So. Oh, hier ein Tarbad. Was ist das denn jetzt schon wieder? Da, 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 da. Wird in Sümpfen gepflückt oder in anderen ähnlichen Regionen. Ist bekannt für seine heilende Wirkung. Kann man das hier irgendwie schon anwenden? Nee. Sollte ich auch mal nicht so probieren. Nachher ist es weg. Wollen wir ja behalten. Ein Schalter. Da ist noch so ein leckerer Pilz. Kriegt die Stella. So. Ja, drücken wir mal, oder? Mal gucken, was passiert. Hier drüben. Ja, das Gatter ging natürlich auf. Ist noch kein schweres Rätsel. So, das ist der zweite. Jetzt haben wir 2 Stück. 2 Augen. Gaffen wir uns hier aus dem Inventar schon an. So, jetzt haben wir schon alle 3 Sachen zu essen. Okay, gut. So, und hier habe ich einen Schalter gesehen. Da höre ich was. Sehr schön, das muss man hier mal direkt eintragen. Das ist das Secret 2 in diesem Level. So, 1 und 2, recht nah beieinander und doch so weit entfernt, sozusagen, kann man ja mal sagen. Oh, das ist sehr schnell. Power 7, Power 5, das tauschen wir auf jeden Fall aus. Super. Super. Hier liegt wieder so ein Heildings. Das können wir wahrscheinlich später benutzen, um uns Tränke zu brauen oder irgendwie sowas. Kann ich mir doch vorstellen. Ja. Aha. Und eine, was? Höhlennessel. In dunklen Plätzen wird gebraucht. So. Bites in a prepared from. Ja, irgendwie wahrscheinlich Gegengift. Wird wohl was bei Schlangen und Co. angewendet. Schlangen haben für gewöhnlich Gift. Ja, es wird ein Gegengift sein. Sorry für meine stümperhafte Interpretation. Ne? Aber so ist das halt hier. Boah, der Schatten hat mich da gerade so ein bisschen erschreckt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ja gut, wir haben die 2 Gimps. Können wir mal weitergehen. Nehme ich die Fackel noch mit? Klar. Nehme ich mal mit. So, jetzt mal wieder in dem lustigen Raum. Können wir mal Licht sparen. Weil Fackeln verbrauchen natürlich auch. Das heißt, ich sollte auch dran denken, wenn wir irgendwie rasten oder so, Fackeln immer einzustecken, damit die nicht runterbrennen, während wir schlafen. So, gehen wir mal ins Inventar. 1 und 2. So, wow. Ein untoter Krieger, Legionär, was auch immer. Ich glaube, Legionär heißen die Dinger.
Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem sich unsere Stella an ihre Zauberausbildung besinnt. Oh, ich habe den gerade beim Schlagen unterbrochen, habt ihr gesehen? Und ihr fällt ein, wie ihr erster Zauberspruch geht. Ne? Machen wir mal so und dafür nehmen wir hier mal Schneerune. Ne, das ist glaube ich Erde und Schnee, glaube ich, oder Eis. Und wir schießen das Ding mal ab. Ja, und das ist also unser erster Zauber. Oh, und ich laufe den immer voll rein, aber ich unterbreche ihn auch gut beim Schlag. So, komm, einen machen wir noch. Der scheint ja viel Energie zu haben. Und das Schöne ist auch, deswegen habe ich mich für diesen Zauber entschieden, er geht über mehrere Blöcke. Ich weiß gar nicht, vielleicht sogar unendlich weit. So, ein Schild. Das gebe ich bewusst dem Tauren. Das gibt uns auch wieder Ausweichen. Der hat jetzt schon 18. Das ist sehr gut, während unser Längster jetzt immer weiter alle Rüstungsteile bekommen wird. Und eine Lanze. Eine Lanze ist eine lange Stangenwaffe, die wir dafür benutzen können, aus den hinteren Reihen anzugreifen. Darum gebe ich es mal meinen Magier. Die Stella. So, jetzt können wir hier rein. Ich nehme die Dinger wieder mit. Wegschmeißen können wir sie immer noch. Und wir kommen weiter voran. Eine massive Eisentür. Ist auf jeden Fall, glaube ich, der Mount Grimrock abgebildet und Zahnräder drumherum. Also auch in der Mitte so quasi und alles dreht sich um den Grimrock. Lol. Eine Schriftrolle. Große Belohnungen können gefunden werden hinter dieser Tür. Um Zugang zu erhalten, sehe dich vorsichtig nach kleinen Details um, die du benutzen kannst. Ja, sehe ich auch schon das erste. So. Ah, schade. Gucken wir mal hier weiter. Hier sind so Ketten. Aber ich glaube, mit denen können wir jetzt nicht interagieren. Das wäre cool, wenn die irgendwie rascheln würden. Überhaupt, das wäre auch geil, wenn die bei den Kämpfen so Kommentare von sich geben. So, und ah, und I will kill you for my honor oder was weiß ich, irgendwie sowas, ne? So, wir nehmen mal hier die Fackel weg und die nehmen wir direkt in die Hand. Jetzt haben wir hier nämlich besser Licht. Und da ist der zweite Schalter und das reicht. Jetzt haben wir die Tür geöffnet. Und wir finden den ersten Zauberstab. Dafür haben wir ein Spellcraft schon mal geskillt beim Magier. Der braucht nämlich einen Skillpunkt. Können wir uns nochmal anschauen. The Whitewood Wand. Brauchen wir einmal ein Skill in Spellcraft. Der gibt uns dann plus 5 Energie. Und ein wunderschön gefertigter hölzerner Zauberstab, der benutzt wird, um mehr Zauberenergie zu kanalisieren. So. Nehme ich auch mal mit. Können wir den Längster hier noch in die Taschen packen. Das ist so unser Schatzmeister jetzt. So. Gut. Ich glaube, das war's dann hier. Dann gucken wir mal, was dort hinten so blau schimmert. Dafür nehmen wir noch die Lanze in die Hand. Gucken, was uns dort erwartet. Wollen wir die Fackel da hinten noch schnell mitnehmen? Ach komm, wir können nicht genug bekommen, oder? Wegschmeißen kann man, wie gesagt, immer. So. Und dann wandeln wir in der Finsternis dem blauen Licht entgegen. Und dann gibt es hier einen Kristall. Diese werden wir dann immer wahrscheinlich am Ende der Level finden oder am Anfang der Level. Wenn ich den berühre, so verspricht diese Schriftrolle, bekommen wir neue Energie und was? Regain Health and Restore Life. Ist doch dasselbe, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir das jetzt mal gelesen. Die können wir auch. Nee, die brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich die auch nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. So. Ja, werden wir mal diesen Platz hier benutzen, um den Part zu beenden.
Ah, hier geht es dann auch schon runter in Level 2. Damit haben wir dann das erste Level endlich abgeschlossen und vielleicht stoßen wir dann mal auf ernste Rätsel mittlerweile hier. Ist ja alles noch Pipifax bisher. Und dann finden wir noch das Scroll of Poison Cloud, die Schriftrolle der Giftwolke. Ah, dann ist das vielleicht die Giftrune hier unten. Aber warum denn Gift? Man weiß es nicht. Dafür bräuchten wir jetzt Erdmagie 3. Habe ich jetzt leider nicht dabei. Naja, egal. Ich würde mich auf Kommentare freuen. Ich glaube, wir haben. Ach, seht ihr, habe ich gar nicht eingezeichnet. Drei Secrets in diesem Level gefunden. Das müsste es auch gewesen sein. Und wir waren auch in zwei Luken drin, behaupte ich. Ja, hier haben wir die Schnecke im Super Mario-Stil umgehauen. Und da haben wir. You can't fly, what can gelesen, genau. Ja, damit haben wir das Level abgeschlossen. Ich beende den Part hier, mache nahtlos weiter zum nächsten Part. Wir hören uns dann wohl also gleich wieder. Bye bye.